Leute, herzlich willkommen in Ilias Welt, heute mal nur mit mir. Der Herbst kommt, es nieselt draußen und ich schaue mich hier in meinem Zimmer um und ich finde, es passt hier einfach nicht mehr so. Ich fühle mich hier nicht mehr glücklich, weil das einfach nicht mehr so mein Stil ist und deswegen ändere ich ein bisschen was. Das heißt, es gibt ein neues Room Makeover von mir. Woo! Und zu diesem Room Makeover Vlog 2022 von Arwen nehme ich euch mit. Die Tapeten, wovon ich mich leider trennen muss, aber sie reißt ab und sie ist auch nicht mehr so mein Stil, wird auch geändert und es wird viel geschehen. Los geht's! So Leute, das ist Tag 1 und Schritt 1 ist Tapete runterreißen und Zimmer ausräumen. Los geht's! Lange Zeit hat mir so der Hippie-Stil gefallen, wo alles sein darf. Ich hatte meine Wände voll mit Schallplatten und Grünzeugs. Dazu diese Tapete. War schon recht voll mein Zimmer. Naja, ich habe jetzt beschlossen, dass alles runter muss. Wegschmeißen tue ich natürlich nichts. Das sind ja alle schöne Erinnerungsstücke. Ja, der Schreibtisch muss auch raus. Ach ja, und dann war da auch noch dieses riesige Tuch an der Decke. Auch die Kästen müssen raus. Die waren mir inzwischen ohnehin schon zu klein. Meine Mom und Ilia helfen mir natürlich. Ehrlich gesagt habe ich keine genaue Vorstellung, wie mein Zimmer aussehen soll. Nur all das Chaos an der Wand und die ganze Deko muss jetzt mal weg. Und so schnell wie hier geht's in Wirklichkeit natürlich auch nicht. Das ist ganz schön viel Arbeit. Okay, hier machen wir mal eine kurze Tanzpause. Erwischt. Okay, und dann kommt die schwierigste Aufgabe. Wir müssen die Tapete von der Wand um mein Bett runterkriegen. Da kann man schon verzweifeln, wenn das so eine Viehzellarbeit ist. Es gibt aber auch die Momente, wo man ein ganz großes Stück Tapete runterbekommt. Das ist unglaublich satisfying. Leute, nach einer langen Zeit ist jetzt mein Zimmer schon mal leer. Also es ist urleer einfach. Hier liegen noch ein bisschen Sachen vom so Hammer und so. Und das ist alles bis jetzt, was wir hier runterbekommen haben. Da auch und hier innen auch. Also es ist so krass. Und wir werden jetzt auch noch das da drinnen hier einfach alles runterholen. Nein. Oh mein Gott. So, ich habe da drin jetzt schon angefangen. Wir holen aber jetzt noch das Bett raus, damit ich das drinnen noch mehr besser rausholen kann, weil es geht bis nach unten deswegen. Wir waren jetzt sehr fleißig. Es ist so hallig hier drinnen. Ich hoffe, das hört man. Wir haben jetzt gut, also so gut es geht, alles wegbekommen. Hier auf jeden Fall urgut. Und jetzt kommt halt bald ein Maler und malt alles aus. Ich treffe mich da mit einer Freundin jetzt dann. Und wenn ich nach Hause komme, ist es wahrscheinlich schon ausgemalt. Ich freue mich. Okay, hier seht ihr das Ergebnis des ersten Tages. Ganz schön krass, oder? Übrigens, zur Erinnerung, so hat es vorher ausgesehen. Eigentlich ist es jetzt schlimmer. Nächster Tag, die Maler kommen. Klar, die kommen nicht am Abend, wenn es finster wird, sondern in der Früh. Während mein Zimmer ausgemalt wird, fahre ich mit meiner Mom zum IKEA. Weniger um Sachen zu kaufen, als mich zu inspirieren, welche Möbel ich in meinem Zimmer brauche. Der Schreibtisch ist nett.
Und diese Staffelei ist auch hübsch. Naja, es gibt hier so viel Schönes, aber irgendwie bin ich mir unsicher, was in Zukunft in mein Zimmer soll. Also nehme ich nur ein Kästchen für unter mein Fenster mit. Leute, bald ist es soweit. Halloween kommt! Wir haben uns eine Nacht lang in eine Shopping Mall eingeschummelt und haben echt schräge Sachen erlebt. Und wir konnten Dinge tun, die wir schon immer mal machen wollten. So, schaut mal, was sagt ihr zum Mantel? Ist das schön? Warte, denn jetzt hat es gefunden. Ja? Ich präsentiere. Wow. A Night at the Mall. Ab 30. Oktober auf Ilias Welt zu erleben. Aber wo sind die Jungs jetzt wirklich? Timmy, Eneas! Hallo! Timmy, Eneas! Wo seid ihr? Zu Hause schaut mein Zimmer inzwischen so aus. Alles sauber und keine Tapeten mehr. So, es ist jetzt endlich wieder ausgemalt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Mein Bett ist jetzt auch mal wieder da, damit ich auch darin wieder schlafen kann. Und jetzt kann ich schon anfangen, so ein bisschen wieder Möbel reinzubringen. Aber bevor ich das mache, nutze ich noch den Platz in meinem Zimmer und mache eine Silent Disco. Diese Kopfhörer reduzieren Lärm von außen um 98%. Man kann damit 50 Stunden Musik hören. Und das in super Qualität. Und bequem zu tragen sind sie auch noch. Weil sie sich wirklich so an meine Ohren schmiegen. Hey, was machst du hier? Was? Was machst du hier? Sorry, was? Was du hier machst? Sorry, ich höre gerade wieder die Noise Cancelling Kopfhörer. Ich mache Silent Disco. Hey, cool. Kann ich auch dazu kommen? Ja, da hinten sind auch noch Kopfhörer. Wow, du hast gleich zwei gekauft, du schlaue Maus, du. Willst du die auspacken? Ja. Okay, passt. Wow, Noise Cancels. Sehr cool. Okay, wo mache ich die auf? Da. Wow. Hey, cool, die haben sogar eine Packung dabei. Ja. Dann kann man sie auch gleich in die Tasche tun. Soundcore. Okay. Wow. Sag mal was. Hallo? Ich höre dich urleise. Ich höre dich auch nicht. Was? Ich höre dich nicht. Okay. Was hast du vorhin gesagt? Was? Was hast du vorhin gesagt? Holen wir die Disco rein? Sushi? Zum Tanzen? Ja! Okay. Also diese Kopfhörer sind echt mega. Die passen einfach perfekt an meine Ohren. Ich meine, mein Kopf ist eigentlich ziemlich klein und ich habe nicht so Kopfhörer, solche, die auf meinen Kopf passen, aber die sind einfach perfekt. Und der Sound ist auch super. Jetzt geht's los, Ari, komm! Stellen Sie in die Mitte. Ja. So perfekt. Coole Schlopfmuster. Und let's go! Am Tag darauf bringe ich das Kästchen in mein Zimmer. Aber wo soll ich es noch hinstellen? Hier? Oder da? Oder dort? Oder wieder hier? Und dann habe ich noch diese Stangen hier, die aussehen wie Ballettstangen, sind aber für meine Klamotten. Wobei, Ballett könnte ich auch dran tanzen. So Leute, die Stange steht jetzt, ihr seht sie nicht ganz, aber es ist jetzt egal, sie steht. Und ich habe hier jetzt auch ein paar Kleiderhaken, die sind aus so einem,
Stoff eben, damit das nicht so, ich glaube, ihr kennt das, wenn so ein T-Shirt dann so auf einem glatten ist, dann rutscht es ja immer so runter und das ist eben extra dafür da. Und davon habe ich richtig viele, weil ich einfach sehr viele Pullover und so habe und es ist einfach ziemlich gescheit und man braucht einfach immer geile Haken. Da könnt ihr mir nicht sagen, dass man nicht viele Haken braucht. Und deswegen, auch wenn man dann irgendwie neu eingekauft hat und dann denkt man sich, oh Gott, ich habe ja gar keine Kleiderhaken mehr und dann hat man immer welche, das ist immer sehr gut. Oh. Und wir werden jetzt, also ich werde jetzt mit euch meine Kleidungssachen von meinem Kasten zur Stange hängen. Die Stangen sind nur für den Moment statt meiner Kästen. So Leute, so sieht mein Zimmer im Moment aus. Das bleibt natürlich nicht so, weil es ist ein bisschen kühl. Aber wir bekommen gerade einen Schrankraum und das dauert noch ein bisschen, bis das fertig ist. Und deswegen habe ich hier auch meine Kleidung auf den Kleiderhaken und diesen Ständern eben hängen. Das bleibt natürlich nicht so, weil das finde ich jetzt auch nicht so schön. Aber es ist sehr süß, weil ich habe auch schon mit der Ari ein bisschen so Einkaufsladen gespielt, weil es ist ursüß. So, man fühlt sich wie in so einem Einkaufsladen. Wir haben auch schon so mit dem alten Telefon gespielt, so als würde ich Pakete schon versenden. Und wir haben auch so eine kleine Kasse. Und das finde ich sehr süß. Aber weil wir hier gerade schon sind, werde ich euch jetzt meine Lieblings-Herbst-Outfit zeigen. Los geht's! Also das ist mein erstes Lieblingsoutfit. Ich liebe es, es sind so bunte Farben, es ist so ein echtes Kürbis-Orange und die Haube passt auch perfekt. Und dann habe ich hier auch noch so Leg Warmer. Die sind so weich und das bringt wirklich was. Und dann habe ich hier auch noch so Stiefletten, so schöne dunkelblaue. Und ich habe hier auch noch einen dunkelblauen Rock. Und genau, das ist mein chilliges Outfit, sage ich jetzt mal. Da sind keine bunten Farben dabei. Ich finde es sehr normal, sage ich jetzt mal. So, falls man nichts zum Anziehen hat, dann kann man das einfach nehmen. Das finde ich echt angenehm. Ich habe einfach so einen schönen Pulli, den kann man da so aufmachen. Dazu habe ich dann meine Dunkins, meine blauen. Die haben auch noch ein bisschen gelb, das finde ich auch sehr schön. Und meine weiße Cargo Jeans, das war es auch schon. So Leute, das ist mein zweites Favorite Outfit. Das ist so ein richtig rosa Outfit. Und das finde ich auch so schön, weil es auch so schöne Farben sind. Und so habe ich hier einmal so einen urschönen Pulli. Also ein ganz normaler Pulli, aber hat einen schönen tiefen Ausschnitt. Und dazu habe ich auch die passende Klammer, weil es einfach fast genau dieselbe Farbe ist. Dann habe ich hier in Ralph Lauren Gelee, genau. Dann habe ich hier eine Cargo, weiße Jeanshose und meine Rosé goldenen Jordans. Und eins habe ich noch. So, und das ist jetzt mein letztes Outfit für heute. Das ist aus unserem Shop. Es gibt übrigens neue Halloween-Designs, schaut gerne mal vorbei. Und die Jacke ist so angenehm, die ist so warm. Und hinten ist einfach noch ein Totenkopf. So süß. So Leute, das war es auch schon mit dem Video. Ich halte euch im Laufenden, wie es mit meinem Zimmer weitergeht und wann ihr auch davon was erfahrt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao!